mit dem Fahrrad. Unfall, schwanger. Ja, jetzt kuppel da nicht gleich drin rum, sondern bitte, ich sehe aus wie so. Und Kind. Von Stuttgart nach Mallorca. Muss das sein? Bitte, jetzt. Nachdem ich die letzten Jahre richtig viel mit dem Fahrrad unterwegs war, war für mich dann schnell klar, genau das, also die Art unterwegs zu sein, komplett autark und morgens nicht so richtig zu wissen, wo man abends ist, genau das möchte ich auch mit meiner Familie erleben. Warum jetzt also Mallorca als Ziel? Es ist eine sauschöne Insel, meine Tante hat dort zufällig noch eine Finca und meine Eltern Claudi und Nils wollen in diesem Sommer genau da auch Urlaub machen. Und dazu kommt noch, dass die Strecke bis nach Mallorca eine sehr attraktive, vielversprechende Route ist. Weil ich den Abenteuermaßstab auch bei meiner Familie ansetze und Pia den genauso teilt wie ich, war klar, wir machen es uns nicht ganz einfach. Denn 1050 Kilometer und 12.000 Höhenmeter sollten das sein und das Ganze auch noch im Komoot Gravel Bike Profil. So, wenn es so macht, so ein Geräusch, dann geht's Abenteuer los, weil wir als Familie fahren jetzt nach Mallorca mit dem Fahrrad. Und jetzt freue ich mich richtig, dass es endlich losgeht. Wir sind ganze 10 Meter gefahren und ich muss schon rumwursteln. Satteltaschen. Montieren. 50 Meter gefahren und wir stehen schon wieder. Hallo. Du hast gesagt, es regnet nicht. Morgen soll das Wetter aber schöner werden. Stopp, 300 Meter gefahren, Schnulli verloren. Edi, ihr gibt's einen Schnuller zurück. 4 Regencape verloren. Gutes Gefühl, weil man rollt einfach von zu Hause los durch die City, wo man ansonsten irgendwie halt zum Bierle trinken hingeht oder zum Arbeiten, und jetzt fahren wir nach Mallorca. Jeden Kilometer selbst erschließen ist echt so ein erhabenes, tolles Gefühl, jetzt aufzubrechen. Der Papa? Das könnte das erste Schiebestück werden. Nach hinten. Ja! Ich hatte keinen E-Bike-Motor, Pia schon. Und deswegen konnten wir uns da einfach schön irgendwie so eingrooven. Ich konnte mich abstrampeln, Pia wurde nicht überlastet und dann war das genau das richtige Setup für unsere Aktion. Weiter geht's. Dort schläft. Mama arbeitet. Wir trinken eine Apfelsaftschorle. Nein! Hunger, Heli? Ja! Die erste Nacht zählt Pia. Ein bisschen harte Matratze. Luft draußen. Ich war halt im sechsten Monat, denke ich mal, schwanger. Ich bin schwanger und nicht krank und man kann alles machen, was einem gut tut. Alles klar bei dir? Ja, ich kann nur nicht gescheit sitzen. Also das Fahrradfahren war auf jeden Fall wesentlich angenehmer wie das Schlafen auf einer Luftmatratze, die sowieso keine Luft mehr hat ab 2 Uhr. Weiter geht's.
Schwarzwald ist es halt steil. Wasser, alles gut, gell? Es ist jetzt schon ordentlich heiß und heute kommt die Königsetappe 1500 Höhenmeter bis hoch nach Chamonix. Packen wir's an. Und herum, das ist nicht schwer. Es hat mir schon ordentlich imponiert, mit was von der Gelassenheit Pia da auf dem Fahrrad saß. Hat gesungen, wenn Heli schlecht gelaunt war. In ihrer sogenannten Zaubertasche immer etwas Essbares, falls Hunger. Trinkschlauch stets installiert für den Durst und für das eigene Wohlbefinden einen Gummibärenmix. Unter brütender Hitze und sehr viel Verkehr haben wir dann schnell entschieden, den Rest bis nach Frankreich mit dem Zügle zu fahren. Ich glaube, das ist der süßeste Bahnhof, wo wir je waren, oder? Ja, bis jetzt. Und wie fühlt es sich an, jetzt in Frankreich zu sein? Sehr gut. Jetzt heute erstmal Pizza. Ja. Oh! Da, Unfall! Dann dachte abgehen. Alles klar, Heli? Geht's von mir im Aufstieg? Ganz einfach, weil wir keinen Helm für Sie brauchen. Da wir eine Spezialanfertigung von unserem Freund Markus bekommen haben. Und die stelle ich euch jetzt hier kurz vor. Als Vorbild die BMW C1. Heli Sitz hat einen seitlichen Aufprallschutz mit Abstandshaltern, dadurch keine eingeklemmten Finger und auch kein seitliches Aufprallen des Kopfes im Falle eines Sturzes. Dazu noch einen Sonnenschutz, der hinten offen ist und dadurch hast du den kompletten Luftdurchzug. Und zusätzlich dient der Sonnenschutz auch noch als Abstandshalter fürs Regencape. Und abschließend Stauraum, denn seitlich waren Taschen dran für das ganze Spielzeug, für eine kleine Bluetooth-Box und was man sonst noch so eingesammelt hat während der Fahrt. Und hinten einen abnehmbaren Rucksack. All das haben normale Kindersitze nicht und wir verstehen nicht warum, weil es ist eine absolute Aufwertung auch in Sachen Sicherheit und deswegen auch kein Fahrradhelm im Kindersitz, denn sie sitzt viel besser ohne Helm. Weiter geht's. Vamos a gozar. Auf dem Weg von Chamonix nach Grenoble haben wir uns entschieden, weil es nicht so schön zu fahren ist und wir auch einfach wegen zeittechnischen Gründen gucken müssen, dass wir nochmal einmal Zug fahren. Aber ich sage euch, Fahrradfahren ist schöner, als hier in einem stickigen, vollgepackten Zug zu sitzen mit einer ungeduldigen Heli. Und noch 4 Stunden oder so. Ist jetzt nur ziemlich durch. Deswegen haben wir uns heute auch ein Hotel genommen und da freuen wir uns jetzt drauf. Heli hat Hunger. Deswegen kochen wir jetzt auf dem Fenstersims vom Ibis Hotel.
Hedis Schlafplatz. Das ist irgendwie schön zu sehen, dass wenn man dran bleibt. Wir werden ja heute keinen guten Tag, wirklich nicht. Wir waren alle schlecht gelaunt und haben uns angepumpt. Ich habe mir noch Lust zu fahren, aber die Heli glaubt nicht. Dass wenn man dranbleibt, dann kommt es schon gut, weil wir sitzen jetzt hier an einem wunderschönen Spot, haben wir gekocht und uns geht es jetzt richtig gut wieder. Hier im Unterholz und ich träume schon vom Meer. Hier ist heiß. Die ist gar nicht braun, die ist einfach nur dreckig. Autsch. Pia, das war's jetzt. Uäh. Chuck. Chuck. Doppelchuck. So ein bisschen melancholisch, wenn irgendwie sowas vorbei ist. Aber eigentlich freue ich mich jetzt auch. Keine Steigung mehr, nix, nur noch Rollen. Hier ist noch dunkel. Wo fahren wir denn hin? Auf die Fähre. Auf die Fähre? Und dann geht's nach Mallorca, wirklich. Dann geht's nach Mallorca. Und du trödelst schon wieder und ich bin nervös und will jetzt gerne auf die Fähre. Warum? Weil ich die jetzt Fähre nicht verpassen will. Also dann fahren wir mal. Jetzt haben wir es auch wirklich geschafft. Guck, da sieht man schon das Haus. Siehst du es? Hier, genau hier. Stellen wir unsere Räder ab. Endet unsere Fahrradtour. Oh, jetzt gehen wir baden. Uff. Uff, das war wieder ein ganz schönes Stück Arbeit. Und solltet ihr jetzt noch irgendwie ja, weitergehende Fragen haben zu unserer großen Radtour, dann lasst doch einfach ein Abo da, liked das Video und dann direkt ins Kommentarfeld eure Frage reinhauen. Und ich gebe mir die allergrößte Mühe, die so schnell wie möglich zu beantworten. Also vielen Dank fürs bis hier anschauen. Ich freue mich über jeden Abonnenten und freue mich jedes Mal, mein nächstes Video hochzuladen. Genau. Also macht's gut, euer Philipp. Tschüss.